Ja, hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Christina, bin freischaffende Künstlerin, bin selbstständig in meiner Mal- und Zeichenschule. In Wahrheit bin ich ein Kind Gottes. Oh, ich hoffe, meine Stimme versagt nicht. Ich bin nämlich leicht erkältet. Leicht. Ja. So, Titel des Videos soll auf jeden Fall lauten Feministische Kunst. Und ja, mir ist da was aufgefallen. Ja, die feministische Kunst ist mir ja doch schon länger aufgefallen und ich finde sie ja doch eher fragwürdig. Und hier habe ich mal ein Beispiel mitgebracht und deswegen blende ich euch jetzt Videoausschnitt Nummer 1 mal ein. Sie zeigt ihre Vagina. April 1969. In einem Münchner Programmkino. Die österreichische Künstlerin Waltraud Höllinger, die sich Walli Export nennt, um sich von den Namen ihres Vaters und ihres Ex-Mannes zu befreien, präsentiert die Performance Genitalpanik. In einer Hose, aus der im Schritt ein Dreieck herausgeschnitten ist, bewegt sie sich zwischen den Zuschauerreihen, ihr Geschlechtsteil auf Höhe der Gesichter des erstarrten Publikums. Sie prangert damit das Klischee der passiven Frau an, sowohl im Kino als auch im echten Leben. Im Gegensatz zur Kunstbewegung des Wiener Aktionismus, der nur Männer angehörten, entwickelt sie ihre Theorie des feministischen Aktionismus. Ein Jahr später reaktiviert Walli Export die mittlerweile legendäre Genitalpanik mit einem Poster, das sie in den Straßen Wiens aufhängt. Peter Hassmann fotografiert sie in der gleichen, im Schritt offenen Hose, in einer schwarzen Jacke und mit einem Maschinengewehr. Ja, hier sehen wir was von der Künstlerin, von der österreichischen Künstlerin, glaube ich, ja, Walli Export. Und ja, sie zeigt ihre Vagina oder ja, eher Vulva. Und ja, da frage ich mich halt direkt, wie bringt man sowas zustande? Also wer zu sowas in der Lage ist, da muss doch irgendwas nicht stimmen. Ja, weil das ist doch schon sehr würdelos, ja, sich einfach so nackt zu zeigen und sehr anstandslos. Und ja, da frage ich mich einfach, wo ist die Scham? Schämt sich diese Frau nicht? Ne? Und ja, stecken da vielleicht irgendwelche Selbstwertthemen dahinter oder wie kommt sie da drauf? Ne, das wird ja ganz oft so gar nicht gesagt. Ne? Du kannst ja nicht sagen oder es wird ja nie wirklich so in der Tiefe geguckt und vielleicht mal erörtert, ob da irgendwie ein Trauma dahinter stecken könnte. Ja? Denn meinen Beobachtungen nach verhalten sich normale Menschen nicht so. Ja? Oder sie wollen halt extrem viel Aufmerksamkeit um jeden Preis. Aber selbst das, ne, also sollte ja seine Grenzen haben. Ja, da wird dann aber auch gesagt, weil die Export hat sich dann von ihrem bürgerlichen Namen getrennt, weil sie halt eben nicht mehr in Verbindung gebracht werden wollte mit dem Ex-Mann, was verständlich jetzt ist, aber jetzt auch nicht mit dem Vater. Ne? Also sie wollte sich von diesen Namen befreien, also von ihrem Kindermädchennamen, nehme ich jetzt mal an, und dann halt eben auch von dem Namen des Ex-Mannes. Klar, wenn du dich von deinem Ex-Mann trennst, dann, ja, ist es nicht bei jedem so, aber finde ich jetzt verständlich, wenn man dann halt nicht mehr so heißen möchte. Aber warum sich befreien wollen von dem eigenen Kindermädchennamen, ja? Ja, ne? Könnten da vielleicht auch Vaterthemen dahinter stecken? Ist da irgendwas in der Kindheit passiert? Weil ich finde, das ist ja doch ein starkes Indiz dafür. Ja, ja, und dass sie sich vielleicht auch aus dem Grund so verhält. Ja, dass es auch eine Art Hilfeschrei ist. Ja, oder halt eben ein Aufmerksamkeitsdefizit. Ja, ja, und dann wird auch noch gesagt, dass irgendwann auch in Wien
Poster von ihr aufgehängt werden, gerade eben dieses eine Bild, ja, wo sie da so breitbeinig da sitzt und ja, diese ausgeschnittene Hose. Ja, ich meine, denken sich diese Künstler denn nichts dabei? Ne? Also denken die auch nicht irgendwie an Kinder zum Beispiel, die das dann sehen, die das dann womöglich verstört, sexualisiert? Also ich meine, hat man denn dann da auch kein Gewissen oder sowas? Ja, also, ja, also da ist doch irgendwie auch jeglicher gesunder Menschenverstand abhanden gekommen. Ja gut, jetzt kommt aber Videoschnitt Nummer 2. Gott prangert damit die männliche Dominanz an und zeigt den Frauen, dass sie kämpfen und an vorderster Front stehen können. Im Zentrum meiner ganzen Kunst ist der Körper und natürlich dann der weibliche Körper, weil ich natürlich auch viele Dinge, die dem weiblichen Körper abgesprochen werden, wieder, wie ich vorher gesagt habe, wieder zugeordnet werden. Valley Export zeigt ihre Vagina wie eine Waffe, als Hinweis an die revolutionären Ideen der späten 60er Jahre in der Haltung einer Guerillakämpferin. Sie unterstützt so den Kampf der vielen anonymen Frauen, die sich im Kampf für die Emanzipation engagieren. An diesem Tag, dem 22. April 1969, sendet Valley Export eine ganz klare Botschaft. Die der kompromisslosen weiblichen und künstlerischen Befreiung. Ja, sie möchte die männliche Dominanz anprangern. Und da ist halt auch die Frage, von welcher männlichen Dominanz wird da geredet? Ganz sicher von einer pervertierten, von einer kranken und von keiner gesunden. Ansonsten, also bitte, wer hat denn was gegen gesunde Männlichkeit und gesunde Dominanz? Ja, das ist ja auch genau das, was wir Frauen ja auch möchten. Und ich meine das wirklich im ganz positiven Sinne, ja, im gesunden Rahmen meine ich das. Ja, das finden wir ja gerade zu Männern. Oder das zieht uns ja gerade zu Männern hin, ja, weil wir ja auch, Frauen halt haben eben bestimmte Eigenschaften und Männer halt auch, ja, und das schafft ja auch diese Anziehung. Also sie redet da ganz klar, wahrscheinlich wieder, ja klar, von dem Patriarchat, von dem Bösen, das hier die Frauen unterdrückt und so, ne, aber ich finde, das ist ein hausgemachtes Problem, ja, das ist etwas, das ist einfach eine Agenda, ja. Also das soll ja die Männer und die Frauen gegeneinander aufbringen, ja. Das schafft die Trennung, ja, das schafft diesen Kampf, aber halt eben nicht die Verbindung. Und das sollte man, finde ich, schon durchschauen. Deswegen finde ich das irgendwie nicht zu Ende gedacht von diesen feministischen Künstlerinnen und irgendwie alles andere als clever. Zu denken, dass man mit sowas was bewegen kann oder bewirken kann. Nee, ganz im Gegenteil. Ja, man schafft dadurch nur noch mehr Spaltung zwischen Mann und Frau. Ja. Denn wo Widerstand, da, ja, da verhärtet sich ja dann nur die Gegenseite. Ja. Jetzt mal auch ganz davon abgesehen, dass die Strippenzieher ja auch wissen, ne? Teile und herrsche. Ja? Es braucht immer zwei Bewegungen, die du gegeneinander aufbringen kannst. Ne? Also ist ja eigentlich ganz simpel. Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Das wird ständig so gemacht. Permanent. Ja? Ja, dann wird auch noch gesagt, Frauen können kämpfen. Und das auch noch an der vordersten Front. Ich weiß jetzt nicht, was sie genau damit meint. Meint sie damit auch Kriege? Also ich würde als Frau nicht gerne in den Krieg ziehen wollen. Und da haben die Männer auch meine vollste Hochachtung, dass sie dazu in der Lage sind. Und überhaupt einfach auch zu Dingen, die wir Frauen nicht wirklich wollen. Ja? Also Männer leben ja auch gefährlicher, weil sie ja auch gefährlichere Arbeiten ausüben können, ja, eher ausüben können wie Frauen. Weil sie halt eben durch ihre Eigenschaften qualifizierter sind. Ja, kann man natürlich nicht pauschalisieren, aber in der Regel ist das so. Männer sind in der Regel stärker wie Frauen, ja.
Ja, oder wo sie dann interviewt wird und wie sie so da liegt, ja schon fast da hängt auf dem Sofa, finde ich sehr, sehr symbolisch, ne? Dafür, dass sie halt eben keinen Anstand hat. Anstand hat. Ja, also kann nicht mal richtig da sitzen. Sorry, Leute, aber du bist doch eine Erwachsene mittlerweile im Alter. Ja, bist ja eine erwachsene Frau und mittlerweile im Alter und kannst nicht mehr gescheit sitzen. Also das finde ich ja schon sehr fragwürdig. Ne? Ja, dann wird da auch von der Emanzipation geredet. Ja, Emanzipation, Befreiung der Frau und so Sachen. Die Frau möchte unabhängig sein. Ja, die Frage ist halt, von was für einer Abhängigkeit ist hier die Rede? Ja? Also wenn du mit einem Mann zusammen bist, dann lässt sich ja eine Abhängigkeit, so eine komplette Abhängigkeit ja auch nicht vermeiden. Ne? Also eine gesunde Abhängigkeit darf ja auch gerne da sein. Ja? Reden wir jetzt von einer krankhaften Abhängigkeit oder womöglich eine Abhängigkeit, die durch eine toxische Beziehung entsteht, keine Frage, das ist natürlich nicht gesund. Ja? Und daraus sollte man sich auch befreien. Ne? Aber bestimmte Dinge kannst du ohne Mann einfach nicht machen. Ja, du brauchst dazu einfach einen Mann, wie zum Beispiel bei der Kinderzeugung. Ja, gut, klar, du könntest dir jetzt auch irgendwelche dahergezüchteten Spermien einführen lassen, ja, und auch so ein Kind austragen. Also ich meine, da gibt es mittlerweile sicherlich genug Methoden, ja, und die Medizin, die liefert da sicher einiges. Aber, ja, wenn es dann da halt Richtung Gleichstellung gehen soll. Also ich möchte nicht mit einem Mann gleichgestellt werden, weil ich halt eben kein Mann bin. Ja, wieso sollte man Äpfel mit Birnen vergleichen? Ja, und wir sehen ja, wo das auch hinführt. Ja, und das, auch das ist eine Agenda. Ja, weil die Frauen schreien dann rum, ja, wir möchten gleichberechtigt werden. Und wir möchten irgendwie alles können, wir möchten uns karrieremäßig total entfalten und entwickeln und aber dann auch noch Kinder kriegen. Ja gut, und wer leidet dann darunter? Die Kinder. Und wer profitiert davon? Der Staat, die Regierung. Und wer steckt hinter der Regierung? Ja, Machenschaften, ja, die die Welt regieren möchten. Und dazu braucht es halt eben die Kinder, weil wer die Kinder hat, hat halt eben die Zukunft. Ne? Und dann lassen sich halt eben auch Kinder leichter oder so lassen sich Menschen leichter programmieren, wenn das so früh wie möglich beginnt, ne, hat man natürlich auch leichteres Spiel und diese ganzen Kindereinrichtungen oder Schulen, ja, die tanzen ja auch nach der Pfeife der Regierung. Ja, also sehen wir ja jetzt auch LGBTQ oder dieses Transgender-Thema, ja, das kommt ja jetzt auch immer mehr an den Schulen, ja, oder wir sind ja mittendrin, das wird da den Kindern aufindoktriniert, ne, und das macht sie ja auch eher zu willenlosen Bürgern. Also unfassbar, ja, dass Kunst für so einen Dreck instrumentalisiert wird. Ja, dann wird auch noch gesagt, weibliche, künstlerische Befreiung. Der Gegenteil, ja, ist der Fall. Das Gegenteil, der Gegenteil. Ja, also es ist... die Feministinnen schaufeln sich letztendlich ihr eigenes Grab. Ja, also die versklaven sich letztendlich selber dadurch, dass sie halt eben auf diese Propaganda hereinfallen. Und versuchen da etwas nachzukommen, dem sie nicht nachkommen können. Und vor allem werden diese Frauen, die überwiegend traumatisiert sind, instrumentalisiert. Diese Bewegung wird erzeugt, gezielt. Ja? Und dieser Karren wird dann halt eben... ne? Oder diese Sau wird dann halt eben, oder diese Gruppierungen lassen sich dann halt vor den Karren spannen und dann wird halt eben wieder diese Ideologie, diese Propaganda durchs Dorf getrieben, ja. Und ja, und dann springen halt solche traumatisierten Menschen da drauf, ja, und lassen sich dann instrumentalisieren und dann gibt es gleichzeitig noch eine Gegenbewegung und so haben wir den Salat und wieder haben wir die Spaltung und die Trennung.
und den Krieg und also es ist ja klar, dass in einer Beziehung, in einer gesunden Beziehung zwischen Mann und Frau eine unglaubliche Kraft liegt, ja. Und das soll ja auch unterbunden werden, ja, das soll ja vernichtet werden, das wird auch systematisch vernichtet, das sehen wir ja, ne? Weil wo haben wir noch kraftvolle, gesunde Beziehungen? Sehr, sehr selten, ja, also ich sehe sie sehr, sehr selten. Bis gar nicht eigentlich. Ich kenne kein Paar, das so wirklich in seiner Kraft steht, also zumindest nicht so im echten Leben, ja. Im Internet sieht man den einen oder anderen, aber ja, das war es dann auch schon. Also es ist eine Seltenheit geworden. Ne? Deswegen bin ich absolut gegen feministische Kunst, zumindest gegen diese Form. Ja, sicherlich gibt es da noch andere Formen. Aber ja, es wird halt zu nichts. Wie gesagt, es führt eher mehr zur Spaltung. Okay, Lieben, so viel mal von mir. Und ansonsten bleibt bei Gott, weil da liegt eure größte Kraft. Und bis dahin, macht's gut.